Glück auf und guten Abend hier zu unserem Mediengespräch nach unserem Heimspiel gegen den Hamburger SV. Natürlich zuallererst mal ein Gruß an unsere Gäste von der Elbe, auch hier oben auf dem Podium, den Cheftrainer Markus Gisdol. Markus, zunächst deinen Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, ich bin heute schon sehr enttäuscht über das Ergebnis, weil die Geschichte des Spiels ist für mich schnell erzählt. Ich habe heute zwei Mannschaften gesehen, die ähnlich stark waren heute. Beide sehr diszipliniert, wenig zugelassen für jeweils die Gegner. Mit dem einen Unterschied, dass Schalke zweimal ins Tor geschossen hat und wir die Bälle nicht ins Tor geschossen haben. Deswegen hat Schalke heute gewonnen und wir haben keinen Punkt mitgenommen. Danke. Vielen Dank, Markus. Domenico, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, Glück auf und guten Abend zusammen. Ich glaube, dass wir heute die Priorität hatten, Hamburg nicht gefährlich werden zu lassen. Wir wussten, dass der HSV gerne über die Flügel kommt, dass der HSV dort gerne Überzahlsituationen schafft mit beispielsweise Aaron Hunt als Zehner, der sich da immer wieder wegschleicht. Deswegen haben wir genug Personal aufgeopfert, um diese Flügelgeschichten auch zu verteidigen. Das ist uns gelungen, weil der HSV dann eine Riesenchance hatte mit Aaron Hunt und nicht mehr. Wir müssen früher in Führung gehen. Weston McKennie hat per Kopf das Tor um einen Zentimeter verfehlt. Auch der Weitschuss. Kono hatte einige Situationen am Flügel. Wir hatten einige Kontersituationen, die wir nicht gut fertig gespielt haben. Daran müssen wir arbeiten. Aber ansonsten haben wir das Spiel, glaube ich, gut kontrolliert. Hatten eine permanente Kompaktheit, die wir uns nicht haben nehmen lassen, die wir nie verloren haben. Daher heute Riesenkompliment an die Mannschaft. Und wir sind natürlich über diesen Sieg sehr, sehr glücklich. Danke. Vielen Dank, Domenico. Gibt es Ihrerseits Fragen an die beiden Trainer? Dann darf ich kurz ums Handzeichen bitten. Mikrofone hätten wir auch. Doch so viel. Nee, alle Fragen. Doch, Jörg Strohschein, bitteschön. Herr Tedesco, ich weiß nicht, haben Sie schon mal auf die Tabelle geschaut? Da sind Sie ja direkt hinter Bayern München. Wie gut gefällt Ihnen das und wie beurteilen Sie Ihre derzeitige Lage, Situation? Die Tabelle ist wirklich nicht wichtig nach 12 Spieltagen, sondern erst nach 34. Das ist das, was wir vorleben, das, was wir von den Spielern auch erwarten, dass wir nicht auf die Tabelle schauen. Tabelle war auch heute kein Thema bei uns im Vorfeld. Wir versuchen, die Spieler über Aufgaben und andere Sachen zu motivieren. Und da findet sich immer wieder was, Gott sei Dank. Nicht nur die Tabelle, sondern die kommt dann automatisch, wenn du gut spielst und Ergebnisse erzielst. Wir waren vor dem Spieltag heute trotz 20 Punkten wieder auf Platz 5 oder 6, glaube ich. Sehen Sie, wie genau ich die Tabelle anschaue. Das ist brutal eng da oben. Weiß nicht, wie die ganzen Mannschaften da die Punkte holen. Die haben auf einmal 16, 15, 14 Punkte und schienen zu Beginn irgendwo abgeschlagen zu sein. Das ist definitiv nicht der Fall. Deswegen kümmert uns die Tabelle kein bisschen. Wir haben ein aufgabenorientiertes Denken und das behalten wir uns bei. Peter Müller ist der Nächste. Und danach hier vorne. Mhm. Ja, einmal dahinter, genau. Heißt dieser Erfolg von heute schon etwas fürs Derby? Ich weiß, dass bei den Fans das Derby schon vor dem heutigen Spiel und auch während dem Spiel ein großes Thema war. Das darf es auch. Davon lebt Schalke, davon werden wir auch gepusht und motiviert seitens der Fans. Aber bei den Spielern und beim Trainer darf das kein Thema sein. Und das wäre heute fahrlässig gewesen, wenn wir vor dem HSV auch nur ein Prozentpunkt Konzentration und Gedankengänge an das Derby verschwendet hätten. Aber versprochen, ab heute Abend kümmere ich mich um Dortmund und auch die Spiele. Die Frau, war die nächste Wortmeldung? Herr Gisdol, im Endeffekt kann man es ja sagen, dass drei oder vier Schlüsselszenen das Spiel entschieden haben und Sie haben eigentlich die beiden Schalker Schlüsselszenen durch leichte Ballverluste im Mittelfeld, einmal Ito, einmal Santos, eingeleitet. Wie sehen Sie es? Ich glaube, bei der ersten Szene kann der Schiedsrichter auch Foul geben. Das ist eine umstrittene Szene, ob das Foul war an Ito oder nicht. Im Nachgang haben wir es dann schlecht verteidigt, sind zu weit weg gewesen von den Gegenspielern im 16er drin. Aber Tore entstehen immer durch Fehler vom Gegner. Wir hatten die gleichen Möglichkeiten, wo der Gegner uns auch im Mittelfeld den Ball schenkt und wir dann bis vor das Tor kommen, nur wir haben ihn halt dann nicht reingeschossen. Deswegen war das nicht der 100% der Unterschied heute. Nur, dass der Ball halt nicht über die Linie bei uns ging. Jörg Strohschein. Herr Gisdol, ich würde gerne mal nachhaken, dass der Ball heute nicht über die Linie geht, war ja deutlich sichtbar, aber Sie haben jetzt insgesamt jetzt auch erst 10 Tore, glaube ich, geschossen in 12 Spielen.
scheint ja öfter das Problem zu sein. Wie gehen Sie das Problem an? Wie können Sie das ändern? Es war zuletzt nicht das Problem. Wir haben letzte Woche 3 Tore geschossen, davor auch immer getroffen. Es war nicht das Problem. Heute ist der Ball nicht rein. Nochmal bitte hier vorne. Nochmal abseits vom Spielfeld, mehr Richtung Bank gefragt. Wollersbeck war ja nicht dabei. In den letzten Wochen hat man immer mal wieder gesagt, ja, vielleicht trainiert er nicht heiß genug oder vielleicht hat er nicht den vollen Fokus auf seinem Job. Was waren die Gründe für Sie, ihn nicht mitzunehmen? Ich glaube nicht, dass das heute der entscheidende Punkt war, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, mal vorweg. Aber zum anderen ist so, dass Tom Mickel herausragend trainiert hat. Julian war krank eine längere Zeit und in der Zeit hat Tom sich sehr in den Vordergrund gedrängt und hat herausragend trainiert und deswegen war er heute auf der Bank. Philipp Seldorf und dann Peter Wenzel. Also könnt ihr euch da oben. Gut. Herr Tedesco, Sie haben Max Meyer in die Höhe gewuchtet, als er vom Platz kam. Was sollte diese Geste besagen? Und wie viel wiegt er? Er hat, glaube ich, gut gegessen heute. Weil er so klein ist, habe ich ihn dann auch versucht, ein bisschen größer zu machen. Nein, Spaß beiseite. Ja, Max trainiert super, spielt seit Wochen konstant gut. Und heute haben wir aufgrund der Tatsache, die ich zu Beginn der PK gesagt habe, mit diesen Flügelgeschichten, hat er unfassbar viele Kilometer abschrubben müssen. Das hat er gemacht. Ist jetzt kein Sechser, der nur in Ballbesitz glänzt mittlerweile, sondern er kann auch fighten, kann auch arbeiten und tut der Mannschaft gut. Und deswegen habe ich mich gefreut. Peter Wenzel? Der Bundestrainer hat ja Max auch live in seiner neuen Rolle beim 1-0 in Freiburg gesehen. Trauen Sie ihm eigentlich zu, dass er in dem Job sich möglicherweise auch das WM-Ticket für Russland sichert? Das WM-Ticket? Ja, also ich glaube, dass Jogi Löw und das gesamte Team um ihn herum dann schon auch die richtigen Entscheidungen treffen werden. Ich glaube, das ist in Deutschland nicht so einfach, da einen gewissen Kader zu nominieren. Da haben sie die Qual der Wahl, weil einfach gute Arbeit geleistet wird überall. Und das ist auch schön so. Ist in anderen Nationen vielleicht nicht ganz so. Aber grundsätzlich würden wir uns natürlich schon freuen. Also Max macht's gut. Basti Očipka macht seit Wochen einen sehr, sehr guten Job. Ist auch ein deutscher Spieler. Ralf Fährmann ist auch ein deutscher Spieler. Der macht seinen Job auch sehr, sehr gut. Also wir hätten, wenn wir mit der Schalke-Brille entscheiden, wenn ich entscheiden dürfte, würden einige Schalker mitfahren. Aber zum Glück muss ich die Entscheidungen nicht treffen. Gibt es weitere Fragen? Ich schaue noch mal kurz in die Runde. Dann darf ich auch noch kurz auflösen, dass beim Felddienst Tippspiel für Medienvertreter 2-0 ein ungeheuer populäres Ergebnis war. So viele Gewinne hatten wir gefühlt noch nie. 14. Ich versuche die mal so schnell wie möglich und deutlich runterzulesen, damit alle wissen, wer zu uns ins Medienbüro kommen kann und sich den Gewinn abholen darf. Die Sieger heißen Schmitz, Greinke, Murati, Ernst, Gammler, Wochner, Schneider, Micha, Maren, Gubow, Koch, Brünger, Lipinski und Götz. Herzlichen Glückwunsch den Siegern, unseren Gästen aus Hamburg, eine gute Rückfahrt und einen guten Verlauf für die weitere Saison und Ihnen allen einen schönen Restsonntag. Vielen Dank.